Bam, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen zu Hero Zero. Es ist wieder Mittwoch, also wieder eine neue Folge. Und ich habe auch direkt mal heute schon wieder was gestartet. Also ich bin jetzt hier nicht bei quasi null mit, ach ja, Tag beginnt und... Ich bin momentan hier die Heldentaten am Abgrasen, weil ich nämlich jetzt wieder eine neue Stufe habe. Ich bin jetzt bei 454 und gucke gerade mal. Duelle habe ich auch ein paar gemacht, damit dies wieder voll läuft. Können wir auch mal ganz kurz gucken. Gleich. So. Okay, da müssen wir wieder hier... Wir hatten ja die Verkaufshero-Con, deswegen bin ich hier quasi wieder bei Punkto 0, wo wir die Sachen finden. Und momentan habe ich Pech, das irgendwie irgendwas zu finden. Machen wir jetzt erstmal hier am besten die Ligakämpfe. Das ist am angenehmsten. Es sei denn, man kann nur verlieren. Der nimmt mir nur 8 weg, die anderen hätten mir 11 weggenommen an Punkte und ja, nein, möchte ich nicht. Nein, nein. So, und dann holen wir uns ein paar Punkte wieder. 25. Bam. Ha. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Duellen über. Ich habe schon hier oben die drei Kämpfe gemacht. Jetzt bin ich bei Jacoby. Und interessanterweise hat der ein bisschen mehr Kraft und manchmal verliere ich dann dadurch gegen ihn. Ach, leider. Aber jetzt gerade habe ich Glück gehabt. Ja, das ist doch cool. So, einmal noch. Wunderbar, perfekto. So, hier werde ich auch wieder ordentlich wieder runtergehauen, hier sehe ich gerade. So viel, wie ich dazu hole, wird mir manchmal sogar schon wieder weggenommen. Das ist an Punkte zumindest. Ah, das ist schon ein bisschen schwieriger. Also muss ich sagen, ist schon interessanter jetzt. Mal sehen, wann ich den nächsten Rang kriege. Ich glaube aber, das wird noch länger dauern. So, dann gehen wir auf Training. Training ist wichtig, weil momentan haben wir ja noch die HeroCon mit den Trainingseinheiten. Zumindest mit den Trainingsübungen. Zack. Zack. Sehr schön. Und ja, das dürfte schon reichen. Ja, das reicht auch schon. Sehr schön. So, wunderbar. Ja, hat man so viel geschwitzt und gekämpft bei den ganzen Übungseinheiten, da ist dann die nächste HeroCon Energiepunkte. Beziehungsweise verbraucht man eine Energie, kriegt man einen Punkt eben halt für die HeroCon, für das Team. Finde ich gut. Ja, so haben wir hier. Also heute kriegen wir aber ordentlich Erfahrungspunkte. Und da nochmal Motivationseinheiten. Das ist gut. Das gefällt mir. Das haben wir alles. Hier haben wir auch geguckt, ne? Jo. So, hier hatte ich auch alles schon einmal heute angeklickt gehabt, als ich aufgestanden bin. Ja, es ist immer noch früher Morgen, aber trotzdem, ich bin schon ein bisschen länger wach. Jo. So, nehmen wir das alles nochmal an. Da habe ich doch geklickt gehabt. So, pass auf. So, gucken wir mal. Haben wir unser Glück? Ja, Glück würde ich das jetzt nicht nennen, aber wir kriegen es hin. Und da haben wir die Kiste, wunderbar. Und drin sind 10. Wow, da habe ich auch schon bei 10.000 von den Ersatzteilen. Ist aber eigentlich nicht so wichtig im Moment. Irgendwie bin ich da eher im Sammelrausch, wa? Oh, da kriegen wir auch nochmal Erfahrungspunkte. Und Fertigkeitspunkte. Ah, schön. Sehr schön. Ja, wer es weiß, ich bin ja hier in Darum nicht so sehr hinterher. Das, mich interessieren meistens hier unten nur, ob es Fertigkeitspunkte oder sowas gibt und ob sich das dann halt dementsprechend lohnt. Wenn ich Seronit oder Superkleber hier hinten habe, dann versuche ich da gar nicht erst hinzukommen an dem Tag, muss ich gestehen. Also es ist ja nichts Neues bei mir. So, dann können wir direkt hier mal wieder anfangen, die zu
holen die Bots, die wir gerade ausgegeben haben. Und beziehungsweise geopfert haben. In 15,5 Tagen ist das hier fertig, also der Raum fertig. Hier die drei neuen Räume, die ich ja schon bauen konnte, habe ich gebaut. Und wir dürfen sogar schon einmal wieder aufwerten. Ich bin allerdings am Überlegen, welchen. Noch mehr Roboterlagermäßig technisch so? Oder lieber Verbesserungseinheiten bzw. hier Kampf verbessern. Ah, es ist immer nicht ganz so einfach, was man nehmen sollte. Verteidigungsstellung. Jo. Ich weiß, was ich nehme. Das dauert jetzt auch 14 Tage. Oh, das dauert immer alles so ewig gefühlt. Das ist gar nicht mehr. So, der geht noch bis zum 29. und der bis zum 23. Da habe ich ja ein bisschen nächste Woche und übernächste Woche Zeit, wa? Hier geht das bis zum 22. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gerade hier kämpfen ist ja nicht. Dann haben wir das. Dann, hier haben wir geguckt, ne? Jo, hier haben wir geguckt. Ja. So, teamtechnisch sind wir schon wieder auf 4 runtergerutscht. Oh. Ja, yeah. So. Wir haben hier übrigens zwischen letzter Woche und dieser Woche ein bisschen was geschafft. Und zwar haben wir die Motivation haben wir auf 50 ausgebaut. Auf 50, ja. Und wir haben Popularität auf 49 gebracht. Ich hatte nämlich Level-Up gehabt. Oder, ja, ich glaube, das war ein Level-Up. Und da wurde mir vorgeschlagen für 9,99 200 Donuts zu kaufen. Einmalig. War hier kein Angebot oder dergleichen, sondern einfach so ein Timer, der näher an der Seite ablief. Wie jetzt, wenn du ein Level-Up machst und ein Pet dann dir kaufen kannst. Ja, ich konnte nicht anders. Ich hab's mir gekauft. Von den YouTube-Money. Weil ich habe ja gesagt, ich bezahle nur, wenn ich auch Geld habe, was von YouTube und sowas, damit es sich selbst finanziert. Hatte ich ja irgendwann vor Jahren vielleicht schon mal gesagt. Ich würde sagen, es hat sich jetzt gelohnt. Die 200 Donuts habe ich nämlich hier komplett reingesteckt. Und ich kann, glaube ich, immer noch einen Ticken spenden. Weil das sieht man hier. Du kannst momentan 140. Ja, 140, das wäre dann schon fast hier das nächste, aber ich habe nur 65. Und wenn ich gute Sachen irgendwie im Shop oder sowas sehe und so weiter, oder die Booster halt, dann möchte ich immer schon eine gute Zahl hier oben haben. Und momentan sind wir so weit weg bis zum nächsten Ausbau oder sowas. Daher dachte ich mir, oh, lassen wir uns Zeit. So. Wunderbar, geht das schon hier gut voran heute. Sehr schön. Das haben wir alles hier. Das können wir schon wieder machen. Ja, gut, okay. Zack. Aber hier fertig jetzt mal. Ja. Ja, muss ich mal hoffen, dass es klappt. Manchmal schaffe ich das halt nur ganz knapp bis hierhin so oder so, den Balken zu füllen für die Duelle und ja, dann ist schon nächster Tag. Heute geht es auch wieder weiter mit der Planung und sowas. Nee, heute kriegen wir sogar noch das Holz, ne? Ja. Oh, wir bauen zurzeit ja die ganzen Möbel weiter, ne? Also, einen Schreibtisch haben wir schon geupgradet mit Unterbau, also mit Schränken, worauf die Platte halt liegt und also muss ja was Vernünftiges bauen, du musst auch Stauraum schaffen und alles. Bei so einem Schreibtisch, da hast du nicht einfach nur einen Computer stehen und nichts anderes, sondern du hast hier Zettel, du hast Bücher, du hast alles Mögliche, du hast Papier für einen Drucker, du hast einen Drucker. Es gibt so viele Sachen halt und Ordner und für Unterlagen. Hier haben wir jetzt geupgradet und kann man wirklich so sagen geupgradet, weil der hatte vorher nur dünne Füßchen, wo der Tisch leicht wackelte, weil ja, dünne Füße für ein 2,80 Meter Schreibtisch, das ist wenig.
Ja, und jetzt kommt noch der eine Stummschrank. Der ist 1,80, wird der mal, glaube ich, 75, 60, 75, irgendwie sowas. Oder sogar 80? Nee. Ich glaube, 75 waren es. Oh, wir machen das halt auf Maß. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher, wie genau der in die Breite da noch geht. Die Tiefe wissen wir, das ist 60. Sollte zumindest 60 sein, damit der andere anpassend eben halt daneben stehen darf. Weil wir haben dann eine Schräge und wir haben dann halt gesagt, gut, bauen wir zwei Schränke da direkt nebeneinander. Selbststehend, weil so mit Schräge und sowas alles. Und dann mal hier und da noch Platz brauchen. Und dann ist mein Schreibtisch dran. Dann wird hier alles abgebaut. Und dann wird der L-förmige Tisch nochmal die Füße entnommen. Das Problem ist immer, diese Tischplatten sind tatsächlich 2 Meter mal 80. Das heißt, ich habe hier 2 Meter, zwei Stück davon hier aneinander gebunden mit Dübel und sowas. Also wir haben da wirklich die zusammengesetzt. Und das wird ein Riesenakt. Und da kann es sein, dass ich eine ganze Woche wahrscheinlich nicht wirklich am Computer sein kann. Gott sei Dank habe ich auf Hero Zero das Handy. Aber momentan warten wir halt noch auf das Holz. Und dann geht's los. Und wird richtig wieder geackert. Schön alles zuschneiden. Darauf achten, dass man die Finger nicht verliert an der Tischkreissäge und so. Das wird toll. Ja, wir können das schon einigermaßen. Ja. Wir haben ja schon ein Sideboard hier unter dem Fernseher und alles Mögliche gemacht. Und ja, das kriegen wir schon hin. Und danach wird es wieder ruhiger. Der Körper darf sich da von den Gewichten, die wir da auch da durch die Gegend schleppen, weil es sind ja keine, ach ja, maßfertige Bretter oder sowas. Wir kaufen die immer größer, weil du da ein, zwei Teile oder sowas rauskriegen kannst. Oder eben halt für den 1,80 Schrank, da kannst du nicht sagen, hey, ja, schicken Sie mir ein 1,80 Brett vom Baumarkt oder irgendwo halt, ne? Jetzt haben wir zum Beispiel von Obi das geholt. Weil der andere Markt es nicht mehr liefern konnte, weil, ja, keine Ahnung, vorhanden ist es laut Webseite, aber du kannst nichts mehr liefern lassen. Das haben die geändert. Und ja, dann musst du dir halt die 2 Meter Bretter nehmen und musst sie zurechtsägen, beziehungsweise schneiden. Dann musst du fräsen, dann musst du schleifen, dann musst du die Dominos einsetzen, also sind sowas wie Dübel, damit die genau perfekt alle übereinander immer sind und nicht der verrutschen oder sonst irgendwie ist beim Leim. Da musst du die Zwischenböden machen, die gehören da ja auch rein. Schubladen, Türen, machen wir alles selber, ja. Ist auch richtig geil, muss ich sagen. Wenn du so einen mit diese Silent-Schließungen haben willst, hier für Türen und für Schubladen. Ja. So alles auf Maß, das haben wir schon uns angeguckt. Das kann man eigentlich, ja, sehr viel billiger kommen wir nicht weg, aber wir haben genau das Holz. Und es ist kein dummes Presssparen oder sowas, was du ja sonst so immer hast. Wir haben richtige Buchenholz. So Lein-Buchenholzplatten sind das. Richtig geil, wenn man die geölt bzw. Hartwachsöl oder sowas verwendet. Ah, es sieht so geil aus. So Leben drin in dieser Bude jetzt. Ah, herrlich. Aber ich will schon wieder nicht ablenken. Es tut mir leid. Eventuell dieses Wochenende, wenn das Holz und das Projekt noch nicht startet mit dem Bauen. Ich weiß es nämlich noch nicht. Weil wir erwarten jetzt 22 Bretter, die 1,20 mal 80 sind. Und. Ne, 60 sind sie. Genau, 1,20 mal 60 sind sie, soweit ich mich erinnere. Und die wiegen auch was, weil das ist kein Pressspan, sondern das ist wirklich auch richtiges Holz. So, sage ich jetzt mal. Und es sind, kommen 22 Stück. Die ganz großen sind schon für den Schrank da, aber ich schweife schon wieder ab. Wie gesagt,
was ich noch sagen wollte, ist, ich versuche am Wochenende einen Stream zu machen für Hero Zero und Shakes and Fidget. Wird vielleicht so 2, 3 Stunden gehen. Ich hoffe, es klappt. Ich weiß es nicht. Ja. Mal gucken, nicht? 50 Mal am Tag Waren erneuern. Und dann kriege ich nur 36 Energie. Das sind 49 Donuts. Ist das denen eigentlich klar? Das können die ja sowas von knicken. Hier, Duelle kämpfen. Das ist so ein schönes Ziel. Nehmen wir das doch. Sieht wenigstens schon nach einer 69er Zahl, Prozentzahl. Ist doch schön. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt hier noch fleißig weiterspielen, während ich das Video direkt dann rendere und dann online stelle. Ihr kennt das. Und dann hoffe ich jetzt, es geht euch allen gut. Passt auf euch auf. Die Ansteckungszahlen steigen wieder, sobald ja die Leute jetzt gedacht haben, sie können jetzt wieder einfach rauslaufen und dann ist alles wieder gut. Bleibt unnötigen Besorgungen bzw. Erledigungen und sowas doch mal ein bisschen fern. Denkt an andere. Verliert auch ein nettes Wort an eure Leute. Nehmt jetzt das Handy vor und schreibt irgendjemanden in eurer Liste einfach mal, dass sie nett sind, dass sie toll sind. Denn Komplimente und Aufmerksamkeiten machen das Leben richtig schön süß. Also passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss.